Moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal und auf meinem Balkon. Ich habe gerade festgestellt, dass das letzte Video, wo ich die Ebmann H45 und die Co-Life H881 getestet habe und miteinander verglichen habe, dass es schon wieder fast 2 Monate her ist. In diesem Video habe ich euch versprochen, euch zu erklären, warum das Futterhaus jetzt da hängt. Zusätzlich will ich euch sagen, ich habe mich von jemandem getrennt und ich probiere gerade noch mein neues Wireless-Mikrofon aus. Wenn es euch interessiert, bleibt doch einfach dran. Schön, dass ihr dran geblieben seid und hier geht es weiter mit diesem Video. Das erste, was ich euch sagen möchte, ja, ich habe mich von jemandem getrennt. Nein, Liz ist natürlich immer noch da, aber ich habe mich von einer Wildkamera getrennt. Die hier vorne steht, ist die Co-Life H881. Ich habe mich für diese entschieden und die Ebmann H60 habe ich wieder verkauft. Die Co-Life hat zwar nicht durch ihr Mikrofon überzeugt, aber über die Bilder. Und darum hier schon mal ein kleiner Eindruck dazu. Ich hoffe, dieser kleine Eindruck hat euch schon mal gefallen. Und dann kommen wir jetzt gleich mal dazu, warum das Futterhaus jetzt dort hängt. Eigentlich wollte ich euch ein paar Bilder dazu zeigen, wo ich dafür auch einen Beweis hätte, aber da passierte dies. Die Videos sind leider verschwunden, keine Ahnung, ob es einen Datencrash gab, ob ich sie einfach gelöscht habe oder überschrieben habe. Die Videos wollte ich auch wiederherstellen mit einem Wiederherstellungsprogramm, aber sie sind nicht auffindbar. Leider. Aber wir hatten Besuch von diesen Kollegen hier. Die Silbermöwen oder die Raubmöwen kennt man hier oben im Norden zu Genüge. Und für ihn war es natürlich ein einfaches, leichtes Futter zu finden. Natürlich den Meisenring, den wir angebracht hatten. Und er hatte natürlich einen stabilen Stand hier auf der Balkonbrüstung. Wir haben uns das nicht lange gefallen lassen, weil er hatte ja auch das Rotkehlchen und die Meisen damit verschreckt. Und darum besorgten wir uns sowas hier. Das ist so eine Plastikschiene mit kleinen Kegeln drauf, die so ein bisschen pieksen. Wir haben uns für die Teile entschieden, weil ich finde, sie sind nicht so ganz so brutal wie die Metallstäbchen und sie sind auch noch dazu sehr flexibel. Die gibt es ungefähr in einem Maß bis zu 50 cm. Davon ist im Paket 10 Stück drin und man kann sie noch unterteilen in kleine Abschnitte von 9 bis 10 cm. Den Link dazu tue ich euch natürlich unten in die Beschreibung legen. Und das Video, was ich noch vergessen habe zu sagen, mit dem Vergleich zwischen der Co-Life und der Ebmann, verlinke ich euch natürlich oben. Kommen wir auf die Schienen zurück. Die sind natürlich blöd. Die Möwen haben natürlich so eine, wie Enten auch so eine Patschefüße, wo sie natürlich schwimmen wollen. Und wenn er hier drauf tritt, war es ihm unangenehm. Und nach grob einer Woche war er dann natürlich weg. Und denn nochmal 2 Wochen haben wir die Schienen dran gelassen und konnten sie natürlich wieder entfernen. Wir müssen wahrscheinlich wieder im Winter, Herbst, Frühjahr wieder dran denken, diese anzubringen. Nicht, dass wieder so ein Kollege kommt und hier drauf landen wollen. Bei den verlustigen Videos ist leider noch was verloren gegangen, weil dieser Kollege war auch noch da. Es besuchte uns an unserem Futterhaus ein Specht, der sich vom Futterhaus oben runterhangelte und über Kopf an den Meisenring kam. Aber leider waren
die Videos verloren gegangen und ich kann es euch leider nicht zeigen. Um das Video nicht so wirklich in die Länge zu ziehen und ihr gerade bemerkt habt, unsere Untermieter hier auch wieder einziehen möchten in ihrem Haus, zeige ich euch einfach ein paar Eindrücke von den aufgenommenen Videos hier von der Cool Life. Und ich hoffe euch, dieses kleine Video hat euch gefallen. Schreibt doch gerne einen Kommentar, wie ihr die Bilder von der Cool Life findet und wie der Ton von dem Wireless-Mikrofon ist. Den Link für das Wireless-Mikrofon packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Und wenn es euch interessiert, mache ich euch natürlich gerne ein Erklärvideo dazu. Das könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Und wenn ihr neu hier seid, lasst doch gerne ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr von mir verpasst, drückt auf das kleine Glöckchen. Denn so wie immer sage ich zu euch, passt auf euch auf, bleibt schön gesund. Und jetzt kommt es zu den eingefangenen Videos mit der Cool Life.